So, ich zeige euch mal kurz, wie ich meine Thumbnails mache. Ich suche einfach das Thema, was ich habe, jetzt heute die VW-Aktie. Und dann nehme ich einfach mal hier VW-Logo. Dann haben wir hier ein ganz cooles. Hier, das sieht doch cool aus. So, dann sehen wir das hier. VW-Logo, da ist jemand drauf, das gefällt mir doch nicht so gut. Jawohl, laden wir das mal kurz herunter. Runterladen. Das ist nicht so. Hier, Volkswagen. So, Volkswagen herunterladen. Okay, dann gehe ich hier bearbeiten. Kurz einen Text hinzufügen. Und zwar, weil ich ja Videos auf Deutsch, Englisch und Spanisch mache. Hier jetzt die Flagge für Deutschland. Dann noch schöner Clickbait. Überschrift. Und zwar nennen wir das Trade des Tages. Fragezeichen. Und dann machen wir das noch ein bisschen farbiger. Rot ist eine gute Farbe, sieht jeder. Bisschen größer, ein bisschen schief, damit es bisschen Bewegung in das Bild bringt, bisschen fetter. So, Trade des Tages machen wir noch. So. Meine Pause ist vorbei. Trade des Tages. Zack. Dann zeichnen wir noch ganz schnell einen Pfeil ein. Und zwar hier in grün. Zack. So. Und dann noch ein Sticker. Und zwar die Rakete hier, die gefällt mir ganz gut. Die passt ja zu dem ganzen Volkswagen to the Moon. Und zwar dann hier noch. Was hatte die Aktie jetzt gerade? 120 zu hier 280. Ich hoffe, das stimmt. Kontrollieren wir mal ganz kurz. Genau, passt. So. Weiß, Text, Style. Grün. Oder hier vielleicht so. Okay, speichern. Dann habt ihr jetzt sozusagen gesehen, wie ich mein Video mache. Wie ich sozusagen ein Thumbnail mache.